Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox-Studio und ich zeige euch heute mein neues Holster. Die von euch, die diesen Kanal schon etwas länger verfolgen, wissen, ich liebe meine Glock. Wenn ich CQB spiele, dann benutze ich die Glock als Hauptwaffe und habe sie die meiste Zeit in der Hand. Das heißt eigentlich nie im Holster. Wenn ich aber draußen im Wald spiele, zum Beispiel auf der REM, dann spiele ich meine M4. Meine Glock ist natürlich immer dabei als Backup. Und wo steckt sie drin? In meinem Holster. Das ist mein bisheriges Holster. Ich habe es hier an der Weste befestigt. Ich zeig euch mal, wie das aussieht. Zu. So sieht das Ganze aus, wenn ich die Weste anhab. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich die Waffe drin habe. Einmal von der Seite und einmal von der Seite. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Geo, warum machst du das nicht an deinem Bein wie der normale Mensch? Ich habe es am Bein probiert. Einmal stört es beim Rennen, es wackelt sehr hin und her. Und zum anderen habe ich anscheinend noch nicht das richtige Holster gefunden, weil beim Rennen ist die Pistole einfach rausgefallen. Also habe ich mich entschieden, das Holster, den Holster, das oder den? Mal ganz kurz schauen, heißt das Holster oder der Holster? Der Duden sagt Wortart, Substantiv, Neutrum, Holster, das Holster. Okay, das Holster. Ich habe das Holster hier festgemacht. Ich zeige euch mal wie. Und zwar sieht man hier, dass man das Holster eigentlich am Gürtel trägt, also den Gürtel da durch. Und so rum, ich habe das jetzt hier mit Kabelbindern an meiner Molleweste befestigt. Womit ich aber bei diesem Holster sehr unglücklich bin, ist das hier. Ich zeige es euch mal. Reinstecken. Rausziehen. Es geht nicht so einfach. Euer lassen. Ich habe mein Gewehr hier in der Hand. Schnell switchen auf Pistole. Komm schon. Schnell switchen auf Pistole. Euer saß. Hält zwar, aber raus. Ziehen. Man muss so feste drücken und so feste ziehen. Ah, oh, muss mal die Weste ausziehen. Es ist zu warm hier drin. Ich habe gestern ein Paket bekommen. In diesem Paket sind Holster und Holster-Zubehörteile. Ich hole das Paket gerade mal. Da ist es. An dieser Stelle vielen Dank an Waffenschuhmacher, die mir dieses Paket mit Cytec Holstern und Zubehör zugeschickt haben. Ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Was haben wir hier? Wir haben hier drei Cytec Hightech Polymer Polster für unterschiedliche Pistolen. Ein Cytec Universal Magazine Pouch für Kaliber 9mm, 40er und 45er. Wir haben hier einmal Cytec Tactical Accessories, Belt Loop und einmal die Molle Attachment. Das war jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir schauen uns jetzt nochmal genauer an. Also schaue ich, welches von diesen Holstern zu meiner Pistole passt. Das hier. Was haben wir alles drin? Einen Imbusschlüssel, eine Gebrauchsanweisung und wie ihr wisst, braucht kein Mensch. Und das Spannendste, der Holster. Cytec Markings, hier der Release. Und wenn ich das hier richtig deute, gibt es 5 unterschiedliche Attachment Options. Und wir haben hier die Paddle Option. Dann wählen wir einen Gürtel. Wenn wir genauer hinsehen, ist hier noch ein bisschen Abstand bis zu dem Widerstand hier. Und da auch. Wahrscheinlich passt hier so ein Tactical Belt rein. Aber zum Glück haben wir ja die Belt Loop. Die schauen wir uns mal an. Was ist da alles dabei? Ein Imbusschlüssel und der Belt Loop. Einmal von vorne, von der Seite und von hinten. Jetzt können wir auch gleich mal testen, wie wir das Holster von der Attachment Option lösen und auf die andere Attachment Option draufschrauben. Hier vorne ist ein Loch. Da mit dem Imbusschlüssel rein, komplett durchgesteckt bis zur Imbusschraube da drinnen. Dann drehen gegen den Uhrzeigersinn und schon ist es ab. Hier sieht man die Zahnräder vom Paddle. Und Achtung, hier drinnen, da ist eine Schraube. Guckt da unten raus, nicht dass ihr die verliert. Dann nehmen wir den Belt Loop und drücken das hier dran. Dann wieder mit dem Imbus hier rein und festschrauben. Okay, das war mal mega easy. So sieht das Ganze aus. Ich drehe das mal um und hier unten die beiden, seht ihr die? Da drücken, dann nehmen wir uns den Gürtel. Dann hier das Holster dran. Seht ihr das hier oben? Und hier unten, hier, das kann man abnehmen, aber es hat zum Glück schon die richtige Größe. Das hält den Gürtel in der Position. Wenn alles sitzt, zuklappen und einrasten. Das sitzt bombenfest. Das geht hier auch nicht auf. Keine Chance. Jo, fest. Aber ich werde das Holster gar nicht am Gürtel tragen. Deswegen machen wir das hier wieder ab. Und packen das Holster an die Weste. Und um das Holster an der Weste zu befestigen, haben wir hier die Molle Attachment. Schauen wir mal rein. Wir haben hier wieder unseren bekannten Imbusschlüssel, eine Schraube und die Molle Halterung. Einmal von dieser Seite und von der Seite. Das Holster ist hier noch am Belt Loop. Ihr kennt das Spiel. Imbusschlüssel hier rein und drehen. Belt Loop ab. Hier schauen, dass die Schraube nicht verloren geht. Molle Attachment dran und festschrauben. Ich lasse mal das bisherige Holster hier vorne dran und mache das neue Cytec-Holster auf die Rückseite, damit wir den Direktvergleich machen können. Wie funktioniert das Ganze? Hier unten, da sind Haken,
Es wird hier einmal durchgesteckt und die Haken halten sich hier unten fest und die Arme, die halten sich hier oben fest. Hier sieht man es, die Haken sind hier unten, die halten sich hier fest und die Arme halten sich hier oben fest. Okay. Ja, das ist fest. Und wie ihr seht, sitzt es noch ein bisschen schief, aber kein Problem. Wir stecken hier den Imbusschlüssel rein, gegen Uhrzeigersinn, lösen. Dann können wir dann hier den richtigen Winkel einstellen, wieder festschrauben. Und jetzt kommt der spannende Part. Nee, halt, ich zeige euch jetzt nochmal, wie es bei dem bisherigen Holster war. Reinstecken. Zu eng, ist zu eng. Und rausziehen. Okay, das geht nicht mal, wenn ich das nicht festgemacht habe. Und rausziehen. Drücken. Oh, ist zu fest. Schnell ziehen. Hakt ein bisschen. Wir testen das Ganze mal am neuen Holster. Oh, oh. Nochmal. Damn. Und raus. Sehr schön. Ich habe meine M4. Switchen. Switchen. Oh. Ich bin begeistert. Passt wie angegossen. Mega. Ich möchte noch eine Sache testen. Wie gut hält die Waffe hier drin? Hier wieder lösen. Das Ganze umdrehen. Kein Mensch würde die Waffe so hier reintun, aber jetzt nur mal aus Testgründen. Safety first. So, liebes SciTech-Holster, ich lege meine geliebte Glock in deine Hände. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Oh, okay, das hält schon mal. Okay, Vertrauen. Ich würde sagen, Test bestanden. Nochmal die Highlights zusammengefasst. Es gibt 5 unterschiedliche Attachment Options für das Holster. Man kann das Holster mit einem Imbusschlüssel, der dabei liegt, ganz einfach in jede Richtung drehen, lösen und wieder festziehen. Die Attachments halten bombensicher. Besonders hier die Molle-Attachment gefällt mir sehr gut. Und das Allerbeste, die Pistole passt perfekt rein. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, diese Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach dem ersten Holster. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.